Dann können wir uns wieder ein Herz holen. Oder vielleicht mal Ausdauer. Das überspringe ich, wir kennen's. Negioma. WTF, Alter, ist das unfair. Aber gut. Ja klar. Werf eine Bombe. Nee? Ja. Ich glaube, das Beste ist... da. Weil hier kommt da nichts mehr durch. Warte mal. Oh, warte mal. Jetzt muss ich mal was ganz Dummes fragen. Kann ich euch nicht greifen? Mitnichten. Okay, wir müssen eine Kugel da reinbekommen. Eigentlich gar nicht mal so schwer. Moment. Ha, gar nicht mal so schwer, sagt er. Es klappt so nicht. Ah. Oh. Mein Fehler. Überlege, wie kriegen wir das gescheit hin? Und dann, warte mal, kann man? Okay, Moment. Kann ich hier hochlaufen? Ja. Stopp, nicht so schnell. Ich brauche das Stasis-Modul. Das wird so nix. Moment. Braucht einen kurzen Moment noch mal. Ja. Ja, gut, das ist schon mal hier. Ernsthaft? Es tötet mich, weil es auf mich rollt im letzten... Also nicht dein Ernst. Entschuldigung. Das ist doch mehr ein Witz. Aber ich lerne gleich zwei Sachen. Das erste ist, ich muss den Hammer nehmen. So, den Eisenhammer. Das zweite ist... das zweite ist, ich muss direkt einführen. Ja.
Nun ja. Schlecht war's nicht. Gut jetzt auch nicht, aber schlecht war's nicht. Ich glaube, das wird nix. Aber er rollt zumindest weg. Dann halt nochmal. Hallo? Es kommen neue Bälle. Alles gut. War doch nicht so schwer. Bleib einfach hängen. Ihr seht gerade meinen Gesichtsausdruck nicht. Ich bin... Ihr wollt mich verarschen. Hätte die ganze Zeit hochlaufen müssen, ne? Ich sterb jetzt eh, weil... Wollte ich gerade das Unmögliche möglich machen? Und einen fucking... Oh. Okay, ich ärgere mich nicht. Zen. Ich versuche, also wirklich, also wahrscheinlich geht das viel einfacher, indem ich mich einfach da hoch bewege. Hab ich recht? Hier kann ich erstmal nicht getroffen werden. Okay. Muss das Ding da runterfallen lassen. Nee. Ist nicht dein Ernst. Und es trifft mich doch! Warte mal, da vorne ist eine Kiste. Die würde ich gerne haben wollen. Aber lass mich raten, ich kann. Nein, ich hab's angehalten. Ich wollte was gänzlich anderes machen. Nee. Okay. Das ist so. Ich muss hier entlang laufen. Ich weiß, wie ich das loskriege. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Nein, der ist weg. Aber die kommen ja wieder, ne? Oh nein. Ich guck mir erstmal an, was da drin ist. Eine Sora-Lanze. Ich habe keinen Platz,
würde mal die Bumerang rauswerfen. Auch wenn ich die Bumeränge eigentlich ganz cool finde. Bumerangs. Kumbibumbles. Wenn ich die auch ganz geil finde, würde ich die trotzdem erstmal wegmachen. Ah, dann muss ich wieder hochlaufen, ne? Ui, Lunge. Okay, jetzt muss ich aber überlegen, weil der wird ja hier rumdödeln. Das ist okay. Das habe ich verstanden. Der müsste... Wir versuchen es mal, da unten ist ja schon was. Moment. Okay. Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, was da gerade ist. Dass der gerade so ein bisschen Euwenk eingeklemmt ist. Das macht es vielleicht gerade Euwenk a-a-a-woche. Okay, jetzt muss ich aber schnell sein. Eins und direkt hoch. Und direkt anhalten. Moment. Jupp, das könnte reichen. Ei. Du alter Putzlumbe, du. Kann ich den rollen? Ich frag für einen Freund. Kann ich den rollen? Könnt ihr noch einfach einmal prügeln? Jo, jetzt fällt er rein. Jetzt aber. Ui, Longer. Ich habe keine Ahnung, warum ich mir dieses Longer jetzt angewöhnt. Oh, das ist schlimm. Okay. Oh. Alles klar. Haben wir den Schrein auch? Du hast meine Prüfung gemeistert und Zweifel bist du der auserwählte Held. Ja. Nachdem ich zweimal gestorben bin. Zeichen der Bewährung. Sehr schön. Das zweite. Ich bin geheilt. Und die Göttin Hylia wird uns was erfüllen. Röstest du Zutaten? Oh, gehen aber verloren. Okay. Ja, Essen machen müssen wir auch noch. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh näher, näher, näher. So, da wären wir. Moin, Meister. Aber zwei Sachen sind schon mal gut. Oder eine Sache ist gut. Wir sind geheilt. Okay. Dass wir den Schrein gemacht haben, ist sehr gut. Einem smash Schwert. Mal ein Krebs. Eine Ausdauerkrabbe. Jo, nicht. Ja, kletter alle überall hoch. Eine Vogelnuss. Du bist eher eine Taubenuss. Longe. Ah ja, okay. Ich hätte ja gleich so gehen können, ne? Ist ja nicht so, dass ich... Nein. Natio, was? Also ich gehe erstmal da hoch. Moin, Meister. Ah ja, das Dorf des Soras. Ein Wal. Mehr ein Wal, ne? Endlich mal eine Cutscene, oder... Oh, du bist also der Hylianer, den Sidon gefunden hat. Es freut uns, dass du hier bist. Wir sind Dorefan, der König des Sora-Volkes.
Was trägst du da an deinem Gürtel? Ist das etwa ein schicker Stein? Nanu? Nani? Lass dich noch einmal genau ansehen. Du bist doch Link, der Recke der Hylianer. Erinnerst du dich nicht an uns? Der Recke der Hylianer? Du bist dieser Recke Link? Ich wusste doch, dass mir dein Name irgendwie bekannt vorkam. Was für eine Fügung des Schicksals. Link, Recke der Hylianer, wie er bleibt und lebt. Welche Überraschung. Ja, da werden Erinnerungen wach. Unsere Pfade kreuzen sich einige Male. Wir hörten, du waltest nicht mehr unter den Lebenden, aber das scheint nicht der Wahrheit zu entsprechen. Ich habe geschlafen. Was? Geschlafen? Deshalb erinnerst du dich also nicht an uns? Aber an unsere Tochter Mipha erinnerst du dich? Mipha? Jetzt sag aber nicht, du hast selbst Mipha vergessen. Ihr wart doch immer so enge Freunde wie uns. Sie hast du vergessen? Sieh dich einmal in unserem Dorf um. Sieh die Statue an, die wir zu Miphas Irren errichtet haben, und sag uns, fühlst du gar nichts bei diesem Anblick? Vielleicht kann irgendein äußerer Reiz deiner Erinnerung wieder auf die Sprünge helfen. Wir hoffen es inniglich. Vater, doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Bring doch nicht auch noch Schwester in die Sache hinein. Link ist schon verwirrt genug. Ja, vielleicht hast du recht. Wirklich eine eigentümliche Fügung, dass du, ohne es zu wissen, den Recken zu uns geführt hast. Du hast mehr Glück als Verstand, Sidon. Ja. Das ist doch alles nicht leicht für dich, Link, oder? Ne? Doch, bitte höre uns an. Du musst wissen, dass unser Dorf sich dieses wütenden Wassertitan Varuta in großer Gefahr befindet. Lasst uns direkt auf den Punkt kommen. Ohne fremde Hilfe kommen wir nicht gegen ihn an. Würdest du uns in unserer Not beistehen? Haltet ein, eure Majestät. Wollt ihr etwa einen Hylianer um Hilfe bitten? Solch ein Tritt wäre ein Schlag ins Wasser für uns erfolgt. Wieso? Fängst du schon wieder damit an? Ich weiß, gell. Du solltest etwas mehr Respekt zeigen, Musu. Link ist auf meine Einladung in unser Dorf gekommen. Wir waren uns doch alle einig, dass bei diesem Dauerregen nur ein Hylianer uns noch helfen kann. Ich bin sicher, er wird uns beistehen und unser Dorf retten. Ja, so ist es. Link ist ein Recke. Wenn es so weitergeht, wird unser Dorf, nein, vielleicht sogar ganz Hyrule in den Fluten versinken. Ob Zoras oder Hylianer, in solchen Zeiten müssen alle Völker sich die Flosse reichen. So besinkt euch doch mal, vergessen, wir dürfen den Hylianern nicht vertrauen. Hätten sie vor 100 Jahren nicht mit diesen antiken Technologien herumgespielt, so wäre es Hyrule jetzt noch geben. Sie haben alles in die Verdammnis geführt, sogar Mipha. Sogar Mipha haben sie uns genommen. Link. Router ist der Titan des Wassers. Er kann unendliche Mengen Wasser hervorbringen. Vor kurzem begann er plötzlich damit, Wasser in die Luft zu spritzen, das dann hier als Regen wieder herunterkam. Wasser ist unser Element, also wäre das eigentlich noch keine Bedrohung für uns. Doch durch den Dauerregen füllt sich der Stausee im Osten von hier in bedrohlichem Maße. Wenn der Damm bricht, wird nicht nur unser Dorf zerstört. Auch die Hylianer, die flussabwärts wohnen, sind bedroht. Oh. Ups. Der Ruf des Titanen. Was? Oha. Oh, hawa, hawa, ha. Ein Elefant, wie geil. Einfach ein Elefant. Das ist so eine geile Idee. Oh, ich liebe das Artwork, sorry. Der Wassertitan Varuta. In der Zeit vor der Verheerung hat eure Prinzessin Zelda die Titanen erforscht. In ihren Schriften erwähnt sie auch die Vorrichtung auf Rutas Schultern. Laut ihrer Erkenntnis handelt es sich dabei um Maschinen, die mithilfe von Elektrizität das Wasser kontrollieren. Doch seit der Titan wütet, fließt kein Strom mehr durch sie. Segon, einer unserer stärksten Krieger, hat es geschafft, sie mit Elektrofallen zu treffen. Der Wasserausstoß nahm ab. Aber wir sind nun mal einmal ein Wasservolk. Mit Elektrizität können wir nicht gut umgehen. Die elektrische Spannung war wohl nicht ausreichend, sodass der Effekt nicht lange anhielt.
Deshalb zog ich los, um einen Hylianer zu finden, der uns helfen könnte. Denke, du hast bereits verstanden, Link. Bitte aktiviere die Maschinen mit Elektrofallen. Ich werde dich natürlich dabei unterstützen. Was sagst du? Wollen wir Router gemeinsam aufhalten? Hatte ich eh vor. Was? Du möchtest in den Titan eindringen und ihn besänftigen und Prinzessin Zelda leitet dich dabei an? Heißt das, dass du liebst dies im Schloss? Nicht zu glauben. Sie hat all die Zeit lang überdauert, genau wie du. Was vor 100 Jahren geschah, können wir nicht mehr ändern.